herzlich willkommen zu wild und außergewöhnlichen Wiesengaudi TV heute. Es ist brechend voll und ich bin auf der Suche nach den schönsten Dirndl-Dekolletés. Und dann finden wir vielleicht auch noch raus, wie man das beste Dirndl-Dekolleté herstellen kann. Schauen wir mal. Auf geht's zu Wiesen! Oh, zapfdüß! Vier bezaubernde junge Mädels, allesamt mit Schärpen. Ich bin neugierig, wo kommt ihr her und was bedeutet das alles? Also ich bin die schwäbische Rosenprinzessin, komme aus Donauwörth und wurde gewählt. Ich wurde zur Rosenprinzessin 2011 gewählt. Okay, und bei dir? Also ich bin die Ricarda, ich bin die Kelheimer Festkönigin und ich vertrete die Stadt Kelheim. Und du? Ich bin die Anna-Maria, die Siebentäler-Königin aus Dietfurt an der Altmühl und ich vertrete die Stadt Dietfurt für ein Jahr. Siebentäler oder Siebentäler? Siebentäler. Ah, wie ein Tal. Genau, bei uns in Dietfurt kommen eben sieben Täler zusammen. Okay, check ich jetzt. Und bei dir? Ich bin die Anna, die Beingrieser Volksfestkönigin und bei uns ist jedes Jahr in Beingries, das ist im Altmühltal, ein Volksfest, wo eine Volksfestkönigin gewählt wird. Und wie kommt es, dass ihr alle vier jetzt hier zusammen auf der Wiesn seid? Spontan abgesprochen, ja. Oder habt ihr hier auch noch so lustige PR-Auftritte oder sowas? Weniger. Also. Nee, also wir haben eigentlich mehr so zur Gaudi da, damit dass wir uns alle mal wieder treffen und ein bisschen Spaß haben. Aha. Und wie sieht der weitere Tagesablauf aus? Geht jetzt nur ins Bierzelt oder wie schaut's aus? Ja, wir müssen jetzt schauen, dass wir irgendwo reinkommen noch. Oha. Aber ich meine, mit den Schärpen, da müsst ihr doch wenigstens einen kleinen Vorteil haben, oder? Ein bisschen vielleicht, ja. Was wäre denn euer präferiertes Zelt? Gibt's, glaube ich, keins. Wir schauen mal, wo es die beste Stimmung gibt und dann, da bleiben wir dann. Wir machen so ein bisschen Bierzelt-Topping, da die mal sagen. Überall ein bisschen. Bierzelt-Topping? Ich glaube, das könnte ein bisschen schwierig werden, weil die meisten Zelte sind halt zu. Aber habt ihr vielleicht einen ultimativen Tipp, wie man in so ein Wiesenzelt noch reinkommt, wenn es zu ist? Vielleicht ein nettes Lächeln für an den Türsteher. Na, da hoffen wir mal aufs Beste. Jetzt wollte ich noch mal was zu euren Dirndeln fragen. Die sind ja alle. Oh, wir werden hier kurzzeitig mal überfahren. Super. Sind es traditionelle Dirndl oder sind es eher modische Dirndl? Also ich glaube, deins zum Beispiel, das ist eher modern, oder? Ja, ist modern. Bedeutet dir Tradition dann auch eher nicht so viel, oder? Also ich mag bayerisch und Bayern mag ich schon gern, aber das Dirndl, glaube, das ist egal, ob neu oder alt, Hauptsache Dirndl. Okay, und bei dir? Ja, eigentlich genau dasselbe. Eher, ich würde auch eher sagen, modernes Dirndl. Ja, also ich persönlich liebe Dirndl. Ich finde Dirndl was sehr, sehr Schönes und ich finde, das kann man immer tragen. Sag mal, aber kannst du mir mal ganz kurz erklären, das sind ja gefühlt 10.000 Klim-Bim-Anstecker. Was bedeuten die denn alle? Man bekommt die hier zum Beispiel am Oktoberfest in den verschiedenen Zelten und auch so bei anderen Hoheiten an Auftritten. Ja. Genau, so als kleines Souvenir, so quasi als Andenken. Toll. Ich möchte auch so eine Schärpe. Ich glaube, ich nehme da